Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Heute habe ich Platin geschafft. Yay! Und wie immer, wenn ich ein Game durchgespielt habe und auch Platin gespielt habe, gibt es danach nochmal ein kleines Recap, einen kleinen Platin-Guide, nenne ich es immer, wo ich auf die schwersten Trophäen und worauf man achten muss, drauf eingehe, um euch das ein wenig einfacher zu machen, wenn ihr vielleicht die Platin in Stellar Blade auch haben wollt. Und bei Stellar Blade muss ich sagen, ist es relativ easy, weil es keine Trophäen gibt, die wirklich versteckt sind oder die man nicht gut bekommen kann. Da sind eigentlich nur die Enden, wovon es drei Stück gibt und ein Gebiet, was auch damit zu tun hat. Alles andere kriegt man entweder durchs einfache Spielen oder durchs Farmen. Da gibt es nicht so viele Tricks, gerade das mit den Dosen, mit allen Lager, mit den Nanosuits und. Ist alles eher Sammelei, als dass es da irgendwie einen versteckten Trick oder so gibt. Abgesehen von den Enden. Bei den Enden gibt es nämlich zwei Dinge, die man beachten muss. Ich bin da schon drauf eingegangen in meinem letzten Video, wo ich euch erklärt habe, wie man in das geheime Gebiet kommt, in Eidos 9. Und das ist auch essentiell für zwei Trophäen. Weil insgesamt gibt es drei Trophäen, die für das Ende bestimmt sind. Da haben wir einmal Rückkehr in die Kolonie, Preis verlorener Erinnerung und neue Erinnerungen schaffen. Und alle drei sind relativ easy zu bekommen. Zwei davon, neue Erinnerungen schaffen und Rückkehr in die Kolonie, bekommt ihr, wenn ihr 100% spielt. Das bedeutet, wenn eure Lilly-Mission, wenn ich weiß, was die Lilly-Mission ist, auf jeden Fall nochmal mein altes Video abchecken, wer da 100% hat und dann am Ende bei Adam sagt, einmal Hand reichen oder eben Hand nicht reichen, bekommt eines dieser jeweiligen Enden. Das Einzige, was dann versteckt ist, in Anführungsstrichen, ist Preis verlorener Erinnerungen. Das, ich will euch das nicht spoilern, das könnt ihr dann selber erfahren, aber das bekommt ihr nur, wenn ihr diese Lilly-Mission halt nicht auf 100% habt. Und das ist sogar einfacher gesagt als getan, weil man wirklich nichts machen darf. Man darf nichts einsammeln, man darf keine Mission abschließen. Wenn man nur die Hauptmission spielt, ist man schon über 60% der Lilly-Mission. Bedeutet, wenn man ein paar Missionen abschließt, hier und da ein bisschen was einsammelt, dann schafft man da ganz ratzfatz diese 100%. Deswegen auf jeden Fall versuchen, nichts einzusammeln und keine Mission abzuschließen. Für das Sammeln der Nanosuits gibt es auch nicht wirklich einen Trick. Da kann ich euch nur raten, wenn ihr wirklich Probleme habt, Nanosuits zu finden, da macht euch einen Guide auf. Da gibt es 1000 gute Schablonen und sehr gute Guides, die euch da durchführen, wo es welchen Nanosuit gibt. Von mir nur eine kleine Info am Rand. Fast jeder Nanosuit, so ungefähr 90% aller Nanosuits, gibt es doppelt. Das bedeutet einmal im ersten Durchlauf und dann nochmal ein zweites Mal. Beim dritten Mal gibt es dann Vita-Coins. Bedeutet, wie ihr hier gerade seht, Cybermagier, den man ja in der Ödland bekommt. Oder Wüste, nee, ich glaube Ödland. Den gibt es dann einmal in Schwarz und dann nochmal hier in diesem Rötlichen. Und so gibt es fast jedes dieser Outfits einfach doppelt in der Welt. Und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie das für das Angeln oder auch für die Dosen. Aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, dass fast jeder Nanosuit doppelt da ist. Insgesamt gibt es über 70 Stück. Also 30 Nanosuit zu sammeln ist gar nicht so schwer. Dann gibt es noch eine Sache, die ich auch sehr komisch fand, die ich auch nicht so auf Anhieb gefunden habe. Und zwar ist das der Nateeba-Forscher. Weil wenn man die ersten vier Sachen sich anguckt, einmal die Sklaven, die Krieger, die Elite und die Alphas, dann kommt man auf 64 und denkt sich, hey, wo kriege ich denn die letzten drei her? Und die letzten drei kriegt man, wenn man am Ende gegen Adam kämpft, anstatt ihm die Hand zu reichen, muss man seine Hand ausschlagen und dann kriegt man die letzten drei Nateeba-Datensätze. Auch ganz wichtig, das Kokon, das Nateeba-Kokon bekommt ihr nur, wenn ihr 100% Lilly macht, bedeutet in Eidos 9 kommt, weil nur dort gibt es diesen Gegner. Hier drüben ist er, Kokon. Dieser Gegner, den gibt es nur in Eidos 9. Bedeutet, wenn der euch noch fehlt, dann liegt das daran, dass ihr nicht in Eidos 9 wart. Was aber keinen Sinn macht, weil wenn der euch fehlen würde, könntet ihr nicht diese hier haben. Aber naja, Kokong ist auf jeden Fall einer der, den man verpassen kann. Und diese drei kann man verpassen, wenn man am Ende halt nicht die Hand ausschlägt. Dann fällt mir gerade ein, ganz wichtig, wenn ihr die Trophäe macht, wo ihr Lilly nicht auf 100% macht, müsst ihr am Ende die Hand von Adam nehmen. Auf gar keinen Fall ablehnen. Wenn ihr sie ablehnt, kriegt ihr nicht das geheime, in Anführungsstrichen, Ende. Also wenn ihr Lillys Mission nicht abschließt, müsst ihr trotzdem am Ende Adams Hand
nehmen. Viel mehr bleibt mir zur Platin tatsächlich nicht zu sagen. War eine relativ einfache Platin. Also gerade Dragon's Dogma, was ich ja zuletzt gespielt habe, oder auch Lies of P, Diablo und, waren sehr viel schwieriger. Also Stellar Blade, auch ohne Guides kriegt man das hier relativ easy hin, die Platin zu machen. Finde ich sehr cool. Das Game hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe gestern auch ein Fazit dazu gemacht, deswegen will ich jetzt hier nicht nochmal alles wiederholen. Aber ich habe jetzt 50 Stunden, ein bisschen mehr als 50 Stunden, habe die Platin. Und es war ein unfassbar schönes Game. Für jeden, der die Chance hat, das Spiel zu spielen, macht das auf jeden Fall, holt das nach. Nicht nur, um die Platin zu holen, sondern auch einfach so. Es ist ein super, super Game und ich hoffe, dass da in Zukunft ein DLC kommt. Es würde mich sehr interessieren, was ihr zum Spiel sagt. Habt ihr auch schon die Platin geholt oder habt ihr das vor? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer bei einem Follow freuen. Ab morgen geht es endlich in die heiße Phase von Diablo 4. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Und ansonsten würde ich mich wie immer natürlich über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.